Im Garten von Martin Schütte geht es zu wie auf einem Flughafen. Tausende Bienen schwirren umher. Der Kreisimker und Vorstand des Imkervereins im Saterland nennt 6 Bienenvölker sein eigen. Nur eines seiner Völker hat er bei sich zu Hause, dennoch herrscht bei ihm reges Treiben. Im Sommer besteht ein Volk aus rund 60.000 Bienen. Viele Maisflächen und fehlende Blühstreifen machen den Bienen aber schwer zu schaffen, da sie zu wenig Nahrung finden. Außerdem war in diesem Jahr der Winter sehr lang und das Wetter einfach zu kalt für die Bienen. Der Imker bemängelt, dass die Bedingungen für die Imkerei immer schlechter werden. Den Spaß an seinem Hobby hat er trotzdem nicht verloren.